Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, liebe Kinder. Da sind wir schon wieder. Eine Woche geht manchmal so schnell rum. Aber jetzt haben ja viele von euch Ferien und das ist ja schon mal gut so. Heute wollen wir hören, wie das weitergeht mit Jakob. Wir haben ja von seinem Traum gehört und jetzt ist er auf dem Weg zu seinem Onkel Laban. Was ihm da alles so passiert, das wird Thema der nächsten Gottesdienste sein. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat. Im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, Gottes Kraft, die dafür sorgt, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Amen. Wir singen ein Lied, das wir schon länger nicht mehr gesungen haben. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und da können wir dann verschiedene Sachen einfügen. Das sage ich dann immer an. Die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Den Bruder und die Schwester, er hält den Bruder und die Schwester in seiner Hand, er hält den Bruder und die Schwester in seiner Hand, er hält den Bruder und die Schwester in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Mama und Papa. Er hält die Mama und den Papa in seiner Hand, er hält die Mama und den Papa in seiner Hand, er hält die Mama und den Papa in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Oma und Opa, er hält die Oma und den Opa in seiner Hand, er hält die Oma und den Opa in seiner Hand, er hält die Oma und den Opa in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Dich und mich, er hält auch dich und mich in seiner Hand, er hält auch dich und mich in seiner Hand, er hält auch dich und mich in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja, und nun erzählt uns Heidi, wie das Ganze weitergeht. Jakob war nicht mehr weit von seinem Reiseziel entfernt, als er einigen Hirten begegnete. Müßig saßen sie mit ihren Herden um eine Wasserstelle, die mit einem großen Stein zugedeckt war. »Wo wohnt ihr?« fragte Jakob die Hirten. Einer deutete auf die nahe Stadt. »In Haran. Kennt ihr Laban? Er ist mein Onkel. Natürlich kennen wir ihn. Geht es ihm gut? Es geht ihm ausgezeichnet. Schau, dort kommt Labans Tochter Rahel mit ihren Schafen. Sie will sie tränken. Und ihr? Warum faulenzt ihr herum und gebt euren Tieren nichts zu trinken? Wir warten auf die anderen Hirten, antwortete einer der Männer. Erst wenn alle Herden hier sind, darf der Stein von der Öffnung des Brunnens gewälzt werden. Erst dann dürfen wir Wasser schöpfen. Auch ist der Stein, der die Wasserstelle versperrt, sehr schwer. Es sind mehrere starke Männer nötig, um ihn wegzuschieben. Rahel hatte mit ihren blökenden Schafen den Brunnen erreicht. Jakob musterte die junge Frau verstohlen. »Sie gleicht meiner Mutter«, dachte er. Dann schritt er auf den Brunnen zu, nahm seine ganze Kraft zusammen und schob den Stein zur Seite. Jetzt lag die Öffnung frei. Jakob ergriff den Ledersack, der beim Trog lag, und ließ ihn in die Tiefe sausen. Dann zog er ihn am Seil herauf und schüttete das Wasser mit Schwung in die Tränkrinne.
Rahel starrte den seltsamen Fremden an. Als die Tiere tranken, ging Jakob zu ihr hin. Er umarmte und küsste sie. »Ich bin Jakob«, rief er. »Meine Mutter ist deine Tante.« Rahel war verwirrt. Sie vergaß ihre Tiere und eilte nach Hause. Jakob folgte ihr mit der Herde. Als er den Hof seines Onkels Laban erreichte, erwartete ihn die ganze Familie am Tor. Onkel und Tante, die Söhne und die beiden Töchter Lea und Rahel. Freudig begrüßten sie Jakob. Während des Essens erzählte Jakob, wie es ihm zu Hause ergangen war. »Darf ich ein paar Monate bei euch bleiben?« bat er seinen Onkel und seine Tante. »Gewiss«, antwortete Laban, »wir haben viel zu tun.« »Ich besitze große Herden. Du kannst bei mir als Hirte arbeiten.« Tja, ihr Lieben, das hat Jakob nun davon. Jetzt ist er so weit gereist und sein Onkel Laban sagt nichts anderes zu ihm als, du kannst bei mir als Hirte arbeiten. Das geschieht ihm doch recht, könnten wir denken. Nach dem, was er so getan hat, was ja so überhaupt nicht recht war, dann ist es doch in Ordnung, dass er nur als Hirte arbeiten muss. Aber der Reihe nach, fällt euch etwas auf? Wieder ein Brunnen. Als Isaak seine Frau geheiratet hatte, war es zuvor ähnlich. Da war auch von einem Brunnen die Rede, wo sich Isaaks Knecht und Rebekka getroffen hatten. Und hier ist es ähnlich. Der Brunnen ist so lange zu, bis alle Herden der Umgebung da sind. Das geht auch gar nicht anders, weil der Stein, der den Brunnen verdeckt, so schwer ist, dass, ihr habt es gehört, mehrere starke Männer nötig sind, um diesen Stein wegzuwälzen. Und Jakob sieht Rahel. Und das scheint ihn anzuspornen. Er geht hin und schiebt den Stein alleine weg, was bisher noch niemand geschafft hatte. Dann geht er auf Rahel zu, umarmt und küsst sie und sie ist so durcheinander, dass sie die Herden einfach stehen lässt und nach Hause rennt. Ist da irgendwie etwas am Werden? Finden diese beiden nachher vielleicht zusammen? Nun, das will ich jetzt noch nicht verraten. Aber sicher ist, dass es hier noch einige spannende Momente gibt, bis wir dieses Geheimnis lüften können. Aber dass Jakob zunächst einmal als Knecht arbeitet, das finden wir doch in Ordnung, oder? Aber wenn wir an den Traum zurückdenken, wovon wir vorige Woche gehört haben, dann müssen wir doch denken, dass da noch einiges anders wird. Denn Gott hat Jakob in dem Traum versprochen, für ihn da zu sein und ihn eben nicht im Stich zu lassen. Und aus all den Erzählungen wissen wir, dass Gott alles hält, was er verspricht. Und so dürfen wir wirklich gespannt sein, was da noch kommt. Aber so viel wissen wir, dass Gott mit Jakob ist. Und so viel
verrate ich auch schon, er ist auch mit Esau, Jakobs Bruder. Aber das werden wir alles später noch hören. Wenn Gott mit jemandem verbunden ist, wenn er mit jemandem Freundschaft geschlossen hat, so wie mit Jakob, dann dürfen wir wissen, dass Gott ihn nicht im Stich lässt. Und das ist immer wieder gut zu wissen, weil wir auch jemanden haben, der uns nicht im Stich lässt, nämlich Jesus. Jesus ist für uns alle der beste Freund, den wir haben können. Und wenn wir ihm alles sagen, dann ist er mit uns, weil er für uns immer und immer Zeit hat. Er sagt nie, ich kann nicht. Und das finde ich immer wieder so toll an Jesus. Und ja, wir werden im Laufe der Jakobsgeschichte auch noch hören, dass Gott mit ihm ist. Amen. Amen. Jetzt singen wir ein Lied, das hat sich Jakob mit Sicherheit auch gewünscht. Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre, der lacht und spricht, fürchte dich nicht. Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre, der lacht und spricht, fürchte dich nicht. Das wünsche ich sehr, dass immer einer bei mir wäre. Bereit sind meine Augen und meine inneren Augen. Bereit sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund, der zu dir spricht. Bereit sind meine Hände, die ich anderen reichen möchte. Und bereit ist mein Herz. Ich bin jetzt bereit, Jesus, für dich. Wir machen unsere Augen zu und beten. Jesus, wir danken dir, dass wir diese Geschichten hören dürfen. Wir können daraus lernen, dass Gott immer bei uns ist. Und wir danken dir, dass du immer bei uns bist. Denn du bist Gottes Sohn. Du zeigst uns das immer wieder, wenn du uns in deine Arme nimmst. Wenn du uns sagst, dass du Zeit für uns hast. Und wenn du dir anhörst, was wir dir sagen wollen. Gib, dass wir uns in deine Arme fallen lassen können, genau wie in die von Mama und Papa und anderen, die wir gerne haben. Wir danken dir dafür, dass du da bist und wir loben und preisen dich dafür. Amen. Amen. Nun wollen wir miteinander beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei über uns wie die Sonne und der Mond. Der Herr sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Der Herr sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass er da ist. Der Herr sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und der Herr sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.